Hallo Leute, mein Name ist Gerald von Outdoor62. Ich möchte euch heute den Trekking-Schuh Lowa vorstellen, Lowa Renegade, und wie ich dazu gekommen bin. Ja, nun, wie finde ich jetzt den richtigen Schuh für mich? Ich dachte mir, ich frage mal Menschen, die sich damit auskennen. Also fragte ich Soldaten. Meine Umfrage ergab, dass doch einige der Soldaten den Schuh von Lowa Renegade tragen. Und ich dachte mir, wenn der Schuh für Soldaten gut ist, dann wird er für mich schon lange genug gut sein. Also habe ich mir diesen Schuh geholt. Dazu jetzt mehr. Der Schuh Lowa Renegade hat eine breite, starke und aufgeklebte Sohle. Daher dringt auch kein Wasser ein. Das hier zu erkennende gelbe Fibram-Logo besagt, dass die Sohle einen guten Grip aufweist, rutschfest ist. Durch den Besatz von Leder und dem Innenschuh Gore-Tex ist der Schuh wasserdicht. Auch die Beschaffenheit des Leders und der Sohle sind schmutzabweisend. Die Schnürsenkelösen sind sauber verarbeitet und sitzen fest. Zum Einlaufen der Schuhe. Leute, geht es langsam an. Übertreibt nicht, sonst macht es keinen Spaß. Die Schuhe brauchen eine gewisse Zeit, damit sie angenehm zum Laufen sind. Wenn es geht, bindet eure Schuhe in den Alltag ein. Zieht die Schuhe an und wenn sie drücken, zieht ihr sie wieder aus. So habe ich es zumindest gemacht. Bei Wanderungen mitgenommen, plus ein zweites Paar Schuhe. Meine Schuhe brauchten circa, ich weiß nicht mehr ganz genau, 30 bis 50 Kilometer, bis sie eingelaufen waren. Und noch ein Tipp. Bitte schnürt eure Schuhe immer ordentlich. Das heißt, achtet darauf, dass die Zunge der Schuhe immer sauber in der Mitte steht und dass die Laschen links und rechts keine Falten werfen und in den Schuh eingelegt werden. Denn wenn ihr den Schuh einlauft, wird es so sein, dass die Schuhe, wenn die Zunge verrutscht ist und nicht gerichtet wird, dann auch diese Stellung beibehält und ihr habt immer eine krumme Zunge. Also beherzigt den Rat. Viel Spaß damit. So Leute, das war's nun mit der Vorstellung. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich hoffe, es war für euch interessant und brauchbar und erleichtert euch eure Entscheidung für den Schuhkauf. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Noch besser ein Abo. Ich wünsche euch was. Bis die Tage. Tschüss.